Ja, hallo liebe Angelfreunde, ich grüße euch zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, es geht mal wieder darum, nach dem Feierabend ans Wasser, macht das Sinn, geht da noch was? Ich bin der Meinung, es rentiert sich auf jeden Fall. Deswegen werde ich es heute nochmal versuchen. Heute bin ich ein bisschen später von der Arbeit gekommen. Es ist jetzt ja schon gleich 7:30. Deswegen habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, ohne jetzt viel zu filmen. Das Boot ist schon im Wasser, die Routen stehen schon bereit, Montagen sind gebunden. Und ja, ich werde euch dazu zu den Montagen gleich nochmal was auf dem Wasser erklären und auch versuchen, nochmal schnell darauf einzugehen, wie und wo ich jetzt bei den Montagen präsentieren werde. Ja, und da uns die Zeit davonläuft, würde ich sagen, geben wir Gas, legen wir los und ich nehme euch mit. Auf geht's! Ich gehe noch ganz kurz auf die Montage ein, die ich heute fischen werde. Und zwar benutze ich hier unsere Dirty Twist U-Pose in Schwarz und 15 Gramm Auftrieb. Die ist ja so gute 10-15 cm vom Drilling weg. Dann kommt ein relativ feiner Drilling mit ja, 4 bis 5 Würmern ungefähr pro Hakenschenkel. Dann habe ich nochmal eine kleine Mikro-U-Pose dazwischen geschaltet und ja, einen kleinen von unseren Jigger-Hooks. Ich glaube 2-0er ist das, genau. Ja, ist ein 2-0er und dann sieht das Ganze im Endeffekt so aus. Das gibt ein schönes Bündel, schöner Snack für den Abend. Ja, das Ganze an einer monofilen Vorfachschnur, 1,2 mm. Ja, circa 2 Meter lang ist das Vorfach. Ich denke, das ist für heute optimal gewählt. Und jetzt legen wir das Ding mal ab. Ja, hier nochmal ganz kurz, ich benutze hier ganz gerne als Reißleine unsere Breakline. Die hat sich wirklich bewährt und ich bin einfach der Meinung, man sollte den Sachen vertrauen. Und das tue ich bei der Breakline auf 100% und deswegen nutze ich die. So, und jetzt legen wir die Montagen. Dazu werde ich euch jetzt auch gleich nochmal was Kleines zeigen. Habt ihr hier hinten, seht ihr diesen Einlauf, das macht es interessant. Jetzt hier schlagartig runter. Jetzt werden wir quasi, jetzt müssen wir rückwärts denken und da werden wir gleich den Stein hinlegen. So, ich habe jetzt hier was richtig Interessantes ausgemacht. Das ist auch immer so, guckt ein bisschen rechts, links. Und zwar habe ich hier ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Kanalrohr, ein Ablaufrohr gefunden, wo wahrscheinlich bei vielen Regen auch Wasser reinkommt. Und hier ist jetzt quasi eine schöne Senke von 4 Meter und vor dem Rohr geht es wirklich schön hoch. Und diese Kante, die will ich jetzt mal fischen heute. Ja, da habe ich jetzt einfach so ein gutes Gefühl. Ja, wie wir das machen, denkt immer dran, Auslegefunktion, dass ihr die aktiviert bei der Multirolle. Dann kommt unsere Montage schon mal ins Wasser. Wir fahren jetzt flussaufwärts, haben hier schon unseren Stein bereit. Das sind ja alles Sachen, die wisst ihr ja. Und genau, jetzt gucken wir, dass wir die Kante sehen, legen den Stein dorthin. Dann fahren wir hoch, dann senken wir noch einmal ab, dass wir einfach die Schnur relativ nah am Grund haben. Da haben wir wenig Vibration. Wenig Fläche für Treibgut, dass wir uns einfangen könnten. Dann können wir einfach lang sauber fischen. Zweite Route raus, jetzt wird es auch langsam wirklich Zeit,
suche mir jetzt noch einen guten Platz für die zweite aus. Diese will ich jetzt auf der anderen Uferseite präsentieren. Und habe mir da schon so was Kleines überlegt. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Vollbracht. Die Routen liegen. Wir haben jetzt 8:30. Ja, mein Zeitfenster ist bis maximal 24 Uhr heute Abend. Mal schauen, ob jetzt wirklich noch ein Feierabendfisch einsteigt. Jetzt machen wir die Glocken dran und dann machen wir noch was Kleines zu essen, genießen den Feierabend und gucken mal, ob es bimmelt. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, richte jetzt die Kamera auf die Routen. Vielleicht gibt es auch noch einen Live-Biss. Man weiß ja nie. Das ist halt Angeln. Es gibt immer eine Überraschung. Unsere Glocken dran. Leider kam kein Fisch mehr. Es fängt jetzt auch langsam an zu regnen. Wird auch ein bisschen ungemütlich. War sowieso heute jetzt nur eine kurze Session geplant. Ich habe mir hier knapp 6 Stunden auf die Uhr geschrieben. Ja, werde jetzt langsam zusammenpacken. Die Routen kommen natürlich als letztes rein. Vielleicht geht halt doch noch was. Ja, GoPro ist auch der Akku all. Deswegen habe ich gedacht, ich filme es jetzt noch einmal schnell mit dem Handy. Sag nur ein Abschlusswort. Leider, wie gesagt, solche Tage gehören auch beim Angeln dazu. Der Plan war gut, die Routen lagen gut, die Montagen lagen gut, also wahrscheinlich hatten sie heute einfach keinen Hunger, keinen Bock zu fressen, aber das gehört wie gesagt dazu, das ist ganz normal beim Angeln und es ist halt nicht immer jeder Tag ein Fangtag, aber trotzdem war es schön, schöne Impressionen gehabt, konnte ein paar Bilder machen, war trotz allem wirklich ein schöner, kurzer Tag. In diesem Sinne, ich wünsche euch Spaß, abonniert gerne den Kanal, denn bald geht's weiter.